Hallo, heute habe ich euch das Buch Gegenwinde mitgebracht von Olivier Adam. Es ist ein französischer Roman und dieses Buch behandelt ein Thema, was ein bisschen, ja, doch nachdenklich ist. Eine Mutter verlässt ihren Mann, ihre beiden kleinen Kinder von heute auf morgen ohne ein Wort. Ihr Auto wird gefunden, ihre Papiere sind da, sie hat keine Kreditkarte mitgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass man ein Gewaltverbrechen ausschließen kann und begründet es halt so, wie viele Frauen verlassen von heute auf morgen ihre Familie, weil sie irgendwo einen Lover haben und irgendwann vielleicht mal wiederkommen. Aber im Grunde genommen passiert so etwas eben alle Tage. Es ist natürlich sehr, sehr schwer, mit so einer Situation umzugehen. Der Vater muss sich nun mit den beiden Kindern, die Kleine ist 4, meine ich, und der Junge ungefähr 9, das Leben ganz neu gestalten. Sie verabschieden sich von Paris, weil Paris einfach zu beladen ist mit Erinnerungen. Der Vater ist ein Drehbuchautor und auch Schriftsteller, aber die Kreativität ist jetzt absolut geblockt, da geht gar nichts mehr. Auch die Psychopharmaka helfen nicht mehr und im Alkohol das halt zu suchen, ist nicht ganz so toll, wenn man eben kleine Kinder hat. Er entschließt sich deswegen, Paris den Rücken zu kehren, nimmt seine beiden Kinder und geht mit ihnen zurück in ein kleine bretonische Stadt, ein Städtchen an der Küste, in der er damals aufgewachsen ist. Er findet Arbeit bei seinem Bruder, er kann da Taxi fahren. Seine kleine Tochter leidet unter Asthmaanfällen, gerade wenn sie ihre Mutter vermisst, steigert sie sich da also absolut rein, lässt dann auch den Vater erstmal nicht mehr an sich ran. Der Sohn geht einen anderen Weg, der hat sich völlig in sich selbst zurückgezogen. Und es ist sehr, sehr schwierig auch für die Lehrer, mit diesen Kindern jetzt umzugehen. Ja, diese Familie ist im Grunde genommen zerstört und man fragt sich immer wieder, was muss das für eine Frau sein, die ihre Kinder so einfach im Stich lässt. Die Nebengeschichten oder die Nebenstränge sind dann halt noch der Bruder mit seiner Frau, die keine Kinder bekommen können. Er lernt beim Taxifahren auch ein Mädchen kennen, das dann auch irgendwann verschwindet. Und er lernt beim Umzug einen Mann kennen, der schon mal im Gefängnis gesessen hat und dem es verboten ist, seinen Sohn zu treffen und dieses dann trotzdem tut. Das alles ist irgendwo dramatisch verbunden mit seiner eigenen Geschichte und es ist ja teilweise vielleicht auch nicht ja ganz so einfach, dieses Buch zu lesen, weil man sich halt auch immer diese Frage stellt, wie kann diese Frau das machen, warum hat sie das getan? Das Ganze klärt sich dann letztendlich auch auf. Ich werde nicht sagen, warum sie gegangen ist, natürlich nicht, wird ja den Spaß am Lesen verderben. Aber dieses Buch hat mich sehr berührt. Es ist ein sehr emotionsvolles Buch. Es zeigt wirklich die Schwierigkeiten auf, die einfach geschehen, wenn so eine akute Situation auf eine Familie eben einstürzt, aus heiterem Himmel verschwindet jemand. Scheidungskinder werden das nicht so nachvollziehen können. Die sind meistens froh, wenn der andere dann endlich geht und endlich Ruhe wieder in der Wohnung ist. Obwohl das natürlich auch immer mit Schmerzen verbunden ist. Aber wie ist das, wenn jemand von heute auf morgen auf einmal weg ist? Spurlos. Ich meine, wenn es einen Unfall gegeben hätte, dann wäre ja zumindest die Leiche irgendwo da. Man könnte damit abschließen, aber so hoffen sie ja immer noch, die Mutter kommt eines Tages wieder durch die Tür. Also ein Thema, das nicht ganz so einfach ist. Es ist trotzdem sehr, sehr schön geschrieben. Hat mich doch das eine oder andere Mal wirklich zum Nachdenken gebracht. Und ja, man stellt sich halt die Frage der Fragen. Wem dieses Thema vielleicht auch liegen könnte, wer sich an das Buch heranwagt, es lohnt sich auf alle Fälle. Der Autor, ich komme jetzt nicht darauf, ich muss da jetzt einmal nachgucken, er hat die Vorlage auch mit dem Roman geschafft, Keine Sorge, mir geht's gut, für den Kinofilm, der jetzt angelaufen ist, der ja auch ein ähnliches Thema behandelt. Da ist es halt der Bruder, der verschwindet. Ein sehr schönes Buch, aber wie gesagt, es ist doch ein Buch, was einem so ein bisschen vielleicht ab und zu auch an die Seele geht.
weil man sich doch vorstellt, wie muss es diesen Kindern gehen, wie geht es diesem Mann, der von heute auf morgen ganz alleine da steht mit Kindern, seine Frau ist weg, keine Begründung, keine Leiche, keine Spur. Was ist da passiert? Tja, das ist eigentlich auch alles, was ich zu dem Buch Gegenwinde jetzt sagen kann. Es ist erschienen bei Klett-Cotta und Klett-Cotta steht ja doch für etwas hochwertigere Literatur. Ich kann es wirklich empfehlen. Es ist eben etwas ernster, kein Buch zum Amüsieren, aber auch diese Bücher haben ihre Berechtigung und ich finde es eigentlich auch ganz gut, wenn man sich mal mit solchen Themen auseinandersetzt. Ja, das wäre alles, was ich zum Thema Gegenwinde sagen kann.